Einen wunderschönen guten Morgen, moin Leute. Es ist etwas früher geworden. Ich weiß auch nicht, was los ist mit den Schiffen. Normalerweise lassen die sich ja auch immer ein bisschen Zeit. Aber die Everalp, die ist schon in Wedel durch. Ja, gut, dass ich nicht so lange schlafen konnte, wie wahrscheinlich viele von euch auch bei dem Wetter. Ist einfach nicht die Zeit, wo man bis 9 Uhr durchpennt. Obwohl der ein oder andere vielleicht doch. Ja, ich bin hier am Elbstrand. Habe meinen Standort heute ein klein wenig modifiziert, wie ihr hier auf dieser Kamera seht. Und hoffe, dass der Blick hier noch mal so ein bisschen besser ist. Ich habe jetzt auf der linken Seite nicht den Baum vor der Nase. Kann dafür allerdings auch nicht ganz so weit elbabwärts gucken. Das heißt, wenn sie dann kommt, dann, muss ich mal gerade hier die Kamera einstellen. Oh, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe nämlich jetzt hier ein Schirmchen und das Schirmchen stört mich gerade daran, dass ich die Kamera schwenke. Ich muss noch mal ein bisschen umbauen, ja? Nicht so einfach, so einen ollen Schirm hier unterzubringen. So. Gucken. So, mal schauen, ob das jetzt klappt. Etwas abenteuerlich, meine Konstruktion. Könnt ihr auf Instagram sehen, habe ich da eben mal gepostet. Und das ist der Blick jetzt hier runter. Da werden wir sie dann gleich irgendwann sehen. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr habt Bock auf ein bisschen Schiffe gucken. Ich habe es auf jeden Fall, freue mich schon. Ein Riesending, was da kommt, die Everalp. Vielleicht mal ein paar Infos zu dem Schiffchen. Hier blende ich euch auch mal ein, wo sie gerade ist. Die Everalp gehört zu Evergreen, wie der Name schon sagt, und gehört mit zu den größten Containerschiffen der Welt, die ja mittlerweile alle so um die 24.000 Teu haben. Hat mal einer ein paar mehr, mal einer ein paar weniger, aber im Großen und Ganzen sind die alle mittlerweile so um die 400 Meter lang und 60 bis 62 Meter breit. Die Everalp gehört zur sogenannten A-Klasse bei Evergreen. Das sind alles Schiffe, die mit A anfangen. Also da gibt es auch noch Ever Acme zum Beispiel. Und ja, die G-Klasse, die gibt es da auch. Das berühmteste davon ist sicherlich die Ever Given. Gebaut wurde die Everalp 2021, fährt unter Panama-Flagge und macht maximal 22 Knoten. So, hier kommt jetzt auch schon der Schlepper. Von Boluda Towage. Und das heißt, so wirklich lange kann es nicht mehr dauern, bis sie dann da ist. Der zweite Schlepper ist übrigens auch schon unterwegs, den habe ich eben gar nicht gesehen. Wenn ich mal ein bisschen rauszoome, seht ihr,
dass der da hinten schon ist. Ja, und gleich dann das Schiffchen in Empfang nimmt. Die Everalp hat übrigens eine Bruttoraumzahl von 235.579. Und wenn ihr ja mal ein bisschen Schiffe guckt, zum Beispiel bei Wikipedia, dann findet ihr da unter anderem immer diese Angabe der Bruttoraumzahl. Die Bruttoraumzahl hat nichts mit dem Gewicht zu tun, sondern das ist im Grunde genommen eine Größenangabe, die, ja, also ist eine Angabe, die die Größe des Schiffes beschreibt, und diese Zahl wird aufgrund des Volumens berechnet. Die Bruttoraumzahl hat auch keine Einheit, keine Dimension, also das ist jetzt nicht irgendwie sowas wie Kubikmeter oder ähnliches. Und nach dieser Bruttoraumzahl werden halt auch diverse Gebühren berechnet. Also zum Beispiel wird aufgrund der Bruttoraumzahl berechnet, was die Reederei für das Schiff an den Lotsen abdrücken muss. Und ich habe das mal rausgesucht. Also bei diesem Schiff ist es halt so, das Beratungsgeld für die Hafenlotsen ist bei Schiffen über 132.000 Bruttoraumzahl bei 1.640 Euro. Das ist der Hafenlotse. Davor gibt es ja noch den Elblotsen. Und bei dem Elblotsen, da teilen sich die Gebühren auf. Also da gibt es im Prinzip zwei Abgaben. Es gibt einmal das Lotsgeld. Das ist im Prinzip ja, das Honorar für den Lotsen. Und es gibt die Lotsabgabe. Die Lotsabgabe, die ist für ja, die ganze Infrastruktur. Das heißt, zum Beispiel der LBV, der Lotsbetriebsverein, der stellt ja die Boote zur Verfügung, auch die Stationsschiffe und so weiter. Und für die ist die Lotsabgabe. Und bei dem Schiff beträgt die Lotsabgabe 3.500 Euro und das Lotsgeld 3.800 Euro. Also so circa. Da kommen dann immer teilweise nochmal irgendwelche Sonderposten dazu, auch Reisekosten und so weiter. Also so auf einen Euro genau kann ich euch das nicht sagen, aber dann habt ihr einfach mal eine Hausnummer und wisst, in welchem Bereich sich das Ganze so in etwa abspielt. Liegeplätze werden auch nach der Bruttoraumzahl entrichtet oder berechnet. Und ja, der Liegeplatz hier in Hamburg, der liegt bei etwas über 19 Cent pro Bruttoraumzahl. Das heißt, die Everalp wird hier im Hafen schlappe 45.000 und ein paar zerquetschte Euro nur an Liegeplatzgebühren bezahlen. Dazu kommen halt zu den Liegeplatzgebühren auch immer noch zusätzliche Gebühren, die sich nach dem beladenen Toy, also dem beladenen Standardcontainer, richtet. Und da wird dann halt pro Container, der geladen wird, nochmal 60 Cent fällig. Ja, hier gegenüber am Burchard Kai, da liegt die Jacksard von CMA CGM. Das ist eins der größten Schiffe aus der CMA-Flotte und wird mit LNG betrieben. LNG, heikles Thema, etwas kontrovers. Die Reedereien brüsten sich gerne damit, dass ihre Schiffe jetzt mit LNG fahren. Aber wer da mal ein klein wenig nachforscht, der weiß, dass LNG auch irgendwie nicht die Lösung des ganzen Problems sein kann. Aber da will ich jetzt nicht zu nah drauf eingehen oder weiter drauf eingehen. Wir wollen jetzt ein bisschen Schiffe gucken. So, dann schauen wir mal ein bisschen in den Chat. Wer ist denn alles da? Ach Mensch, hier sind ja schon wieder 150 Leute online. Ihr seid ja genauso crazy wie ich.
Und es sind wieder jede Menge alte Bekannte da. Ich begrüße euch alle zusammen. Die Everalp hat übrigens einen maximalen Tiefgang von 14,5, 15 Meter. Und das heißt, die kann mittlerweile die Elbe ziemlich tidenunabhängig befahren, muss also nicht unbedingt auf die Flut warten. Die Everalp kommt gerade aus England, Großbritannien, aus Felixstowe. Man sieht sie auch öfter hier in Hamburg und auf dem Dienst, auf dem sie gerade fährt, also dieser komplette Umlauf, die ganze Tour, da ist sie etwas über 90 Tage unterwegs und fährt dabei 13 unterschiedliche Häfen an, von Deutschland bis nach China. Geplante Abfahrt aus Hamburg ist der 27. Juni. Das müsste dann Dienstag sein, irgendwann so um 17 Uhr. So, ich hoffe, jetzt habt ihr ein paar Infos zur Everalp bekommen. Wir waren ja etwas fleißig im Vorfeld, damit das hier nicht nur Schiffe gucken ist, sondern auch ein bisschen was zu lernen gibt. Ja, hier am Elbstrand ist übrigens auch dieser dicke, fette Findling. Den kann ich euch mal zeigen. Der alte Schwede. Da habe ich jetzt nicht zu recherchiert, da gibt es aber auch irgendwie eine Geschichte zu. Ist halt ein dicker, fetter Brocken, der hier direkt am Strand liegt. Ist hier ein kleinerer Strandabschnitt. Wenn man etwas weiter darunter geht, dann kommt man übrigens zur Strandperle. Das ist nicht so weit von hier. Ja, ihr fragt nach Kaffee, nehme ich gerne. Also falls jemand unterwegs ist zum Elbstrand hier, bringt gerne einen Kaffee mit. Gerald, Kaffee ist egal. Wenn ich mir was wünschen darf, mit einem Schuss Milch. Also falls du wirklich hier unterwegs sein solltest. Ja, die Everalp steuert jetzt langsam auf Finkenwerder zu. Und kurz danach müsste sie sich auch irgendwann mal blicken lassen. Heute Abend gibt es übrigens noch einen Stream. Dann sind wir wieder unterwegs mit unserem kleinen Besteck. Machen wieder eine kleine Tour durch Hamburg.
Und ja, lasst euch mal überraschen, wo es hingeht. Ehrlich gesagt haben wir das noch gar nicht entschieden. Ah ja, guter Tipp hier von Kai. Es ist aktuell Halbmarathon. Also jeder, der versucht, mit dem Auto durch die Stadt zu kommen, der sollte das lieber lassen. Keine gute Idee. Elbchaussee ist auch gesperrt. Ich hatte allerdings Glück, denn um hier runterzukommen, wo ich stehe, muss ich quasi zu dem letzten Stück, was gerade nicht gesperrt ist. Also ist irgendwie so 1-2 Kilometer vor der Sperrung. Ich hatte ganz vergessen zu fragen, aber da ihr nicht meckert, Bild und Ton okay. Ja, Anja, die Everalp war für 11 Uhr angekündigt, aber das ist die Zeit, wo sie fest ist, also am Liegeplatz. Das heißt, wir müssen immer ein Stück zurückrechnen. So circa 1 bis 1,5 Stunden und ja, dann kommt dazu, wenn ja, die gut durchkommen, nichts los ist auf der Elbe, dann kann es halt auch mal sein, dass sie ein bisschen eher da sind. Also kann gut sein, dass die schon irgendwann um 10.30 Uhr fest ist. Sie können da einfach durchrennen. Überhaupt kein Problem. Ist das so eine Langzeitaufnahme? Bitte? Nee, wir machen einen Livestream. Hier kommt gleich ein großes Containerschiff. Aber kein Problem, da unten ist keiner drauf. Alles gut. Wann ist denn gleich? Die müsste in den nächsten 20 Minuten hier um die Ecke kommen. Und was macht die da so? Ja, die kommt hier rein und dann legt die, also die wird hier vorne gedreht und wird dann da rückwärts eingeparkt. So ein riesen China-Ding oder was? Ja, 400 Meter. 24.000 Container. Oh, das ist also, dann wird es hier schon dunkel. Okay. Ja. Also, da habt ihr hier einen super Platz. Hamburg Hafen Live auf YouTube. Ja, müsst ihr mal schauen. Super Kanal, könnt ihr immer Schiffe gucken und viele Tipps aus Hamburg. Warte mal, ich habe hier, wir haben sogar so schöne Werbepostkärtchen. Guck mal hier, da ist das hinten drauf. Guck mal hier, und für dich habe ich auch einen Schlüsselanhänger. Habt ihr auch so einen Kühlschrankmagneten? Nee, leider nicht. Nein, Kühlschrankmagneten haben wir noch nicht. Schlüsselanhänger? Ja, man muss sich nur vor der Sonne etwas schützen. Möchtest du auch einen Schlüsselanhänger? Ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Guck mal hier. Möchtest du das Schiff haben oder die Möwe? Ein Schiff. Da. Da hat dein Bruder schon noch die Möwe. Na, dann die Möwe. Die? Genau. Die wird lustig. Danke. Schönen Tag euch. Ja, gar nicht mitbekommen. Thorsten, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und Claudia auch. Vielen, vielen Dank.
echt toll hier. Ich mag diese Ruhe. Ich verstehe dich leider nicht wegen der Wellen. Also momentan fährt das 7 Knoten, das Boot. Nee, Knoten musst du mit 1,8 ungefähr mal nehmen. Also irgendwie so 12 km/h, so um den Dreh. Aber das wird hier vorne schön drehen. Also könnt ihr richtig schön gucken. Das wird hier komplett umgedreht. Das Schiff ist 400 Meter lang. Da passen 24.000 Container drauf. Bitte? Ich verstehe dich leider nicht, wenn die Wellen hier kommen. Das weiß ich nicht, wie viel da gerade drauf sind. Musst du gleich mal zählen, wenn es kommt. Wir übertragen das zu YouTube. Wir filmen das, damit andere Leute, die nicht aus Hamburg kommen oder die lange schlafen und zu faul sind, das zu Hause vom Bett aus gucken können. Ich liebe Kinderfragen. Nee, das ist ein Tanker. Nee, von da. Ja, natürlich. Also sie, wenn sie da runtergehen, sind sie eh nicht auf dem Bild. Okay. Alles gut. Aber nicht nur der Hund rein, sie auch. Der Katamaran nach Helgoland düst auch gerade los. Vielleicht können wir den noch mitnehmen. Wo ist er denn? Ich finde ihn gar nicht. Da ist er.
stehe hier so ein bisschen abschüssig und stelle gerade fest, dass die Bedienung des Stativs eine kleine Herausforderung ist. Ja, und jetzt kommt auch die Welle vom Katamaran hier an. Ja, der Katamaran braucht bis nach Helgoland etwa 3,5 Stunden. Ja, lange kann das nicht mehr dauern. Wie ihr hier auf der Karte seht, sind auch die Schlepper da. Hier der VB Rasant. Und na, da ist das Lotsenboot. Zweiter Schlepper müsste hier auch irgendwo sein. Da der ZB Bär. Ja, und wir warten einfach mal. Meine Schirmkonstruktion ist noch nicht perfekt. Muss ich halt in der Sonne stehen. Vielleicht noch mal ein paar Infos zum Halunderjet. Der ist 56 Meter und ein paar kaputte lang. 14 Meter breit und hat halt nur einen Tiefgang von 2,50 Meter. Und das Ding macht in der Spitze 36 Knoten. Also das ist schon ordentlich. Wenn der Gas gibt, dann macht der richtig Späne. Also das macht Spaß.
Ja, jetzt befindet sie sich genau auf Höhe von Finkenwerder. Und dann geht's gleich los. Ja, Chris, ich bin da einmal mitgefahren. Allerdings noch mit dem alten, mit dem Vorgänger. Mit dem neuen bin ich noch gar nicht gefahren. Ich wollte das spontan im März machen, als der Faisy hier zu Besuch war. Aber da sind die noch nicht wieder gefahren. Also irgendwann im März fangen die an und wir waren leider eine Woche zu früh. Sonst hätten wir spontan so einen kleinen Trip nach Helgoland gemacht. Da hinten ist das Lotsenboot. Die haben gerade Lotsenwechsel vorgenommen. Das heißt, der Hafenlotse ist jetzt schon an Bord für das letzte Stück. Gleich geht's los. Ja, aber im Grunde genommen waren wir ja mit dem Streamstart von 9.30 Uhr dann gar nicht so verkehrt, oder? Das ist halt meine innere Unruhe. Es ist halt immer so schwer abzuschätzen. Aber ich habe mir heute mal so ein paar Notizen gemacht zu den Uhrzeiten. Und ja, wenn ich jetzt so mal hier auf den Tacho gucke, 9.24 Uhr, klasse. Peter, natürlich habe ich die Hupe an Bord.
Ja, Peter, Hupe sagt man eigentlich nicht. Also das ist das Horn oder man sagt auch Typhon oder na, Taifun nicht. Also ich glaube, es wird Typhon ausgesprochen. Berichte ich mich da gerne. Oder Typhon? Nee, ich glaube, Typhon ist schon richtig. Aber Schiffshorn oder Horn geht, glaube ich, klar. So, Kinders, los geht's. Ab jetzt achte ich auch nicht mehr auf den Chat. Lasst uns hinterher ein bisschen quatschen. Kommt das grüne Ungeheuer. Was für eine Schrankwand. Alter Schwede, ist das ein Kavenzmann. Guckt euch mal an, wie hoch die Brücke ist. Also, dass das Ding nicht unter der Köbrandbrücke herpasst, kann ich mir gut vorstellen. Mal schauen, ob ich die überhaupt ganz drauf kriege, wenn die auf meiner Höhe ist. Sorry Leute, hab vergessen das Bild umzuschalten. Ja, das alles, alles alleine machen, da vergisst man schon mal was.
Auch ganz interessant, das Schiff hat vorne gar keinen Wulstbug. Also zumindest keinen so extrem ausgeprägten. Das hat also vorne einen ziemlich senkrechten Steven. Scheint wohl Sinn zu machen. Also normalerweise haben die Schiffe ja vorne diesen Wulstbug, also diese Kugel. Aus Effizienzgründen, ganz einfach, damit sie besser durchs Wasser gleiten und damit dann halt Sprit sparen. Aber bei dem Schiff ist das nicht so. Ja, und schon geht das Drehmanöver los.
haben jetzt natürlich heftiges Gegenlicht hier. Ist nicht ganz so schön wie die Anläufe am Abend. Das ist schon echt ein Brocken. Also das Ding hier zu drehen, könnte man schon fast als Millimeterarbeit bezeichnen. Ah, das Licht ist eine echte Herausforderung.
schöne Qualmsilhouette. Ist auch lustig, so einen Schlepper kann man fast unten am Ruder parken. Ja, wenn ihr vor allem mal hinten guckt, so mächtig viel Platz ist da nicht. Und der vordere Schlepper, der zieht jetzt ordentlich an, zieht sie rum. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell das dann doch im Ganzen geht. Also wenn das Schiff sich einmal dreht, gut, dann kann man es eh nicht stoppen, dann geht das doch relativ flott. Also das ist schon ganz beeindruckend. Evergreen ist übrigens nicht die größte Reederei. Lange Jahre war ja Maersk die größte Reederei, die Dänen. Und dann hat MSC richtig Gas gegeben und die haben also Neubauten bestellt ohne Ende. Ich weiß gar nicht wann genau, vor ein paar Jahren hat dann irgendwann MSC den Platz 1 der größten Reedereien übernommen. Das genaue Ranking weiß ich jetzt gar nicht. Also Hapag-Lloyd müsste irgendwo so auf Platz 5 oder 6 sein. Evergreen, ja, ich denke mal 3 oder so, vielleicht hinter Maersk. Am Burchard Kai vorne an der ersten Position, da liegt noch eine One und die Ever Alp wird dann hinter die One kommen.
One Treasure ist das. Kann ich hier leider auf den Displays schon fast gar nichts mehr sehen. Ja, ich kann das Bild etwas heller ziehen, aber das wird nicht wirklich schön dadurch. Bleibt eine Silhouette, Geisterschiff. Oh, Robert ist auch eingetrudelt. Moin, Robert. Rückwärts einparken in 3 Zügen. Nee, eigentlich sind das sogar nur 2 Züge, wenn man es genau nimmt, oder? Vorwärts rein, über Backbord drehen und dann rückwärts reingezogen. Ich würde sagen 2 Züge, oder? Was meint ihr? Moin. Folgt ihr auf Instagram? Das ist cool, danke. Jetzt live gesehen. Ja, danke. Ja, viel Spaß. Ja, euch auch. Ja, danke. Hast du deine 2 verkauft? Ja. Hast du jetzt 3 die erholen? Nee, habe ich noch nicht. Noch nicht ausprobiert? Doch, ausprobiert, ja, aber noch nicht zugeschlagen. Nee. Ja. Okay. Bis dann. Ciao, ciao. Schönen Tag euch. Ja, Robert ist Frühaufsteher, der geht immer zum Sonnenaufgang raus, allerdings nur, wenn Sonnenaufgang nach 7 Uhr ist. Es ist doch faszinierend, ne? Also wenn man bedenkt, wie wenig Platz da ist.
Auf dem Radarbild sieht das alles so luftig aus. Da würde man nie denken, dass das so eng ist. Mal, ob wir noch ein bisschen reinkommen. Ja, ein Stückchen rein muss sie, also hinter die One Treasure. Dr. Ohr, du kannst ja mal Tanja fragen, wer bei uns der Wecker ist. Es ist ein urbaner Mythos, dass ich ein Langschläfer bin. Ah, jetzt kriegen wir auch noch mal ein schönes Seitenlicht. Dann müssen wir doch noch ein Foto abgreifen. Robert, nur weil du mich einmal morgens so richtig knurrig erwischt hast, nach dem Derby Pauli gegen HSV am Abend vorher, seitdem reitet er da gerne drauf rum, wie ich in dem einen Stream beim Sonnenaufgang ja alles andere als fit war. Irgendwas hat hier gerade keinen Strom mehr, aber es ist nur die eine kleine Kamera. Ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Ja, ich bin aber auch
Anja, vielen, vielen Dank. Und damit Robert es zu Hause auch mitbekommt, für dich, dir, Kap San Diego. Petra, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Die Mein Schiff für Petra. Und Thorsten auch einen vielen, vielen fetten Dank für deine Unterstützung. Da hauen wir doch für 5,99 die Queen Mary 2 raus. Ja, und gleich ist das Ding schon drin. Paddy, ich nehme das mal als Kompliment, dass die Hörner so klingen, als ob sie live aus dem Hafen kommen. Anja liebt die One. Liegt es eventuell daran, dass sie die in Mädchenfarbe gestrichen haben? Ja, da fährt sie an ihren Liegeplatz für schlappe 45.000 Euro reine Liegegebühren, ohne dann noch die zusätzlichen Gebühren für das Laden und Löschen. Haben viele vielleicht nicht mitbekommen, hatte ich am Anfang gesagt, die Everalp hat 235.500 irgendwas als Bruttoraumzahl. Und die Bruttoraumzahl ist keine Gewichtsangabe, sondern es ist eine Größenangabe für Schiffe, wonach unter anderem Liegeplatzgebühren im Hafen oder aber auch Lotsengebühren berechnet werden. Ja, da verschwindet sie hinter der One. Jetzt ist es wirklich Millimeterarbeit. Ich denke, das wird noch einen kleinen Moment dauern, bis sie die da reingezirkelt haben. Ja, man kann jetzt leider durch das Licht auch wirklich nicht viel sehen und erkennen. Das ist so ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ankommt, aber das ist, glaube ich, sehr, sehr milchig, das Bild. Hat wahrscheinlich auch der Autofokus so seine Probleme.
Ja, ich bin ja hier am Elbstrand. Hatte ich ja vorhin schon erzählt, für alle, die von Anfang an dabei waren. Und hier an der Seite haben wir ja diesen dicken, fetten Findling, den alten Schweden. Der ist hier links von mir. Und dazu vielleicht noch mal eine kurze Info. Der Stein ist über 1,7 Millionen Jahre alt und wiegt 217 Tonnen. Der soll während einer Eiszeit aus Schweden gekommen sein. Daher auch der Name Alter Schwede. Also das ist der alte Schwede. Und ja, bei Baggerarbeiten wurde der 1999 gefunden, lag wohl in der Elbe, war da im Weg und wurde dann halt hier an Land gebracht. Ruhe. Ah, totale Ruhe. Schiff eingeparkt. Jetzt sehen wir nicht mehr viel davon. Können wir noch ein bisschen auf den Elbstrand blicken. Herrlich. Ja, und damit nähert sich der Stream dann auch langsam dem Ende. Mal gucken, ob ich hier meine zweite Kamera wieder angeschmissen bekomme. Oh, Robert verschenkt eine Mitgliedschaft. Sehr cool. Und Columbus bekommt die. Ja, Columbus, herzlichen Glückwunsch mit der AIDA Sol. Vielleicht sollte ich jedes Mal einen kleinen Tanz aufführen. Ich weiß gar nicht, ob ich im Bild war, weil das hier richtig runter geht, hier wo die Kamera steht. So, ja ihr Lieben, das sieht aus, als wenn wir uns dem Ende des Streams nähern. Heute Abend, Moment, ich muss mal gucken, ob ich hier mich ins Bild bekomme. Wo bin ich denn? Da. Heute Abend 19.30 Uhr ist noch ein Stream geplant. Dann laufen wir wieder ein bisschen durch die Gegend. Gucken mal, wie wir das vom Wetter her hinbekommen. Soll ja richtig warm werden heute. Es ist schon mega warm. Und ich hoffe, dass es sich ein klein wenig abkühlt nachher. Vielleicht finden wir auch das ein oder andere schattige Plätzchen. Wo es ganz genau hingeht, das kann ich euch ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, weil wir noch so ein bisschen am Überlegen waren aufgrund des Wetters. Denn bei dem Wetter jetzt durch die knallige Sonne zu rennen, das macht definitiv keinen Spaß. Deshalb sind wir noch so ein bisschen am Beratschlagen, wo wir genau hingehen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nachher dann auch alle einschaltet, dabei seid. Ansonsten vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Vielen Dank für eure rege Chat-Teilnahme und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute! Vielleicht sollte ich jetzt einfach eine Runde baden gehen. Oh, ist das schön. Boah, voll warm. Man möchte da gerne reinspringen, aber Elbe baden mit Vorsicht genießen. Füße ist okay, aber ihr habt das vorhin gesehen, wenn hier was vorbeifährt mit den fetten Wellen, das ist dann schon ja, nicht ganz ohne. Aber es ist super warm, das Wasser. Also ich könnte da jetzt wirklich einen Körper reinmachen. Zum Glück habe ich Sachen in der Tasche. Also
Ich komme nicht. Ach, ich habe ja auch das Mikro. Ich kann ja gar nicht jetzt schwimmen gehen. Geht ja lang. Herrlich. Hier gibt es auch jede Menge Muscheln. Tschüss, Leute.